Moin, ich bin Melina. Wenn ihr wollt, könnt ihr bei mir mitfahren. Abfahrt ohne Stefan. Hier ist Melina. Heute geht's um Motoren. Elektrisch modern oder edelklassisch. Da gibt's für uns viel zu entdecken. Oh, jetzt bin ich aus der Bahn raus. Mit Bus und Bahn oder mit... Oh mein Gott! Ah! Rührender Motorlärm ist bei DSW 21 allerdings kaum noch zu hören. Bald geht's mit der Elektrobusflotte los und aktuell fahren schon Hybridbusse. Mein erstes Ziel führt mich elektrisch mit der U49 Richtung Hafen und dann mit der Buslinie 475 zur Haltestelle Franziusbrücke. Ausblick genießen und dann los! Der RC Offroad Dortmund konzentriert sich seit 2015 auf ferngesteuerte Motoren, ob schnell oder langsam. Dennis Schaumann erzählt mir, dass der Verein auf die 100 Mitglieder zugeht. Und hier kann einfach jeder mitmachen, der Bock hat. Also jeder mit jedem Auto, wir versuchen für jeden die Möglichkeit zu lassen. Es gibt die Leute, die halt nur Rennen fahren. Es gibt Leute, die halt nur Crawlern fahren oder diese Scaler fahren. Man tauscht sich aus, man fachsimpelt über Verbesserungen durch das... Selber schrauben lernst du halt. Beim Schrauben lerne ich von Mitglied Stefan, dass die Motoren mit Nitromethan fahren. Aber selbst hier werden die Verbrennermotoren weniger. Ja, das mit der neuen Batterietechnik ist das Ganze umgeschwungen, dass die angefangen haben, viele auf Elektro umzubauen. Ah, tatsächlich? Wie bei echten Autos im Prinzip. Ja, letztendlich haben die halt auch mehr Leistung. Ja. Sind nur ein bisschen schwerer. Und was ist die Faszination daran? Einmal ist die Technik faszinierend für mich. Also, dass du das auch alles so selber bauen kannst. Dass man das alles selber bauen kann, dass das alles so gesehen modular ist. Und letztendlich ist das auch ein Hobby, das kann so gesehen jeder machen. Da ist jetzt egal, ob ich im Rollstuhl sitze oder ob ich Leistungsathlet bin, das kriegt halt jeder hin. Kriegt jeder hin? Okay. An der Bande entlang ist einfach. Da muss man nicht steuern. Oh, nein, nein! Oh, jetzt bin ich aus der Bahn raus, Stefan. Links ist Gas und rechts die Steuerung, Melina. Na, die 300 Meter Rennstrecke habe ich in unter einer Stunde geschafft. Schneller gehen die Insta-Picks von den Crawler- und Scaler-Strecken für den DSW 21-Auftritt. Schaut mal rein. Vom Norden in den Süden. Mit der 475 zum Hauptbahnhof und dann mit der U42 zur Harcourtstraße. Zum Glück ist mein CO2-Abdruck dank Bus und Bahn gut und ich kann mich größeren Motoren widmen. Die längste Indoor-Kartbahn der Welt steht in Hombruch, die Highway Kart Racing Kartbahn von Christian Ernst. Seit über 25 Jahren ist die 1600 Meter lange Bahn die Adresse nicht nur für große Motorsportfans. Auch Rennfahrer ab 6 Jahren dürfen hier schon fahren. Die Kinder starten mit 25 km/h. Und das geht dann hoch bis 70 km/h. Das heißt also, wir haben verschiedene Leistungsklassen und man muss sich die halt als Kunde freifahren. Man muss das auch nur einmal schaffen, danach gibt es so eine Mitgliedskarte. Und dann kann man beim nächsten Mal schon direkt mit dem Schnelleren wieder starten. Ja, im Grunde genommen kann jeder kommen, der auch noch nie gefahren ist. Das ist also bei uns gar kein Thema. Vorher gibt es immer eine Sicherheitsbelehrung und eine Einweisung. Und dann geht es auch schon los. Na dann, ab auf die Piste. Melina im Geschwindigkeitsrausch. Die 20 Kurven schneide ich locker und hey, bisher noch kein Unfall. Sicherheit wird hier sowieso ernst genommen. Das Bandensystem absorbiert alle Fahrfehler. Ganz ohne blaue Flecken bin ich aber trotzdem nicht davon gekommen. Oh. Puh. Ich glaube, ich bleib doch lieber beim Bahnfahren. Aber wo findet ihr in Dortmund denn euren Geschwindigkeitsrausch? Schreibt's uns doch in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und wir sehen uns bei der nächsten Entdeckertour.